Aber wo war denn jetzt der Shop? Da, ich sehe ihn. Ich gehe da jetzt in Luftlinie. Ich noch nicht, aber ich laufe dir mal nach. Also ich meine... Oh, da steht... Was? Da steht ein Zombie. Ich da stand ein Zombie. Schießen hören. Was, wirklich? Ja. Wow. Das ist neu. Hast du irgendwie andere Munition genommen oder so? Nein. Ich habe nachgeladen, ja, aber... Also es war... Andere Munition geht ja nicht rein. Pistolengeräusch. Der Schalldämpfer ist auch noch drauf, ja. Vielleicht haben sie es ja eben gerade geändert. Im Spielbetrieb. Genau. Das bezweifle ich, aber... Ja, vielleicht ist die Technik ja schon so weit. Es würde mich dann jetzt aber auch wundern, dass ich trotz Schalldämpfer... dass man das so deutlich dann hört. Also, na gut, du saßt nah bei mir. Ja, aber eben gerade als du geschossen hast auf den einen Zombie, habe ich es auch gehört. Und ich saß ja letztes Mal direkt neben dir und ich habe nichts gehört. Ja. Was liegt denn da? Ein Hammer. Das ist jetzt schon der dritte Hammer, den wir finden. Ich gehe mal nach hinten. Ich hoffe immer noch, dass wir einen Topf oder eine Pfanne oder sowas finden. Noch was? Ein kleiner Schulrucksack. Ja, wir haben ja aber keinen Gasofen mehr. Zumindest ich habe keinen mehr. Ja, aber das ist ja nicht so schwierig, da einen zu finden. Ich höre einen Zombie. Oder es war wieder Einbildung. Nee, ich habe es auch gehört. Okay. War das dein Magen? Das war mein Magen, ja. Hat man das so deutlich ja! gehört? Wow. Da hat jemand Hunger. Ich habe gut gegessen eigentlich. Ich habe heute auch sehr gut gegessen, weil mein Opa hatte Geburtstag gefeiert. Das war richtig lecker. Wir waren in einem Soldatenfreizeitheim oder irgendwie sowas waren wir essen. Das war lecker. Ich hatte einen Salat mit Putenstreifen. Total einfach. Das hört sich sehr gut an. Ja, meistens sind es ja die einfachen Dinge, die besonders gut sind, ne? Jo, das war halt einfach nur ganz normaler, stinknormaler Salat mit Krautsalat, ein bisschen Mais und ein paar Bohnen, die ich eh nicht esse. Oliven, die ich meiner Mutter gegeben habe. und Karotten waren auch noch dabei. Tomate, Gurke, so ein paar Streifen und dann halt Süßchen. Lecker. Das war auch richtig gut. So. Da waren wir schon. Ich will trotzdem hier hinten noch rumlaufen. Nein, bei Fuß. Wuff. So. Können wir denn hin? Was wäre denn das nächste Käffchen? Elektro. Käffchen, ne? Ey, Käffchen ist gut. Ja, das ist eine der größten Städte, glaube ich. Also... Und da sind auch, glaube ich, die meisten Leute, die sich einfach oben irgendwo oben aufs Dach legen und warten, bis irgendwelche Noobs da vorbeilaufen und sich erschießen lassen. Hast du Lust, dich töten zu lassen? Ja, gerne, immer doch. Gut, dann laufen wir jetzt nach Elektro. Sehr schön. Also Elektro-Zawodsk. Kurz Elektro. Genau. Elektro-Titel. Leute, die Kronk so hin und wieder mal gucken, können die denen das ungefähr so machen. Mir nicht. Mir nicht, ich guck keinen Kronk. Guck daraus kann man jetzt schließen, dass ich Kronk nicht angucke. Ich würde sagen, wir laufen hier ein bisschen am Wasser entlang. Ich hoffe mal nicht, dass es anfängt zu pissen. Wie das Wasser, ob das sich geändert hat, sich das geändert? Nö. Nö, gut, dann laufen wir weiter. Schnell das Wasser angeguckt, hat sich nicht geändert, langweilig. Ich guck mir Wasser erst wieder an, wenn es grün ist. Ja. Sieht aber trotzdem schön aus. Ja, so mit der Lichtspiegelung da drin. Schon was Feines. Unten steht ein Zombie. Übertreib's nicht, mein Freund. Ach, pff, warum? Ich hab doch noch 80 Schuss. Ich hab eine Axt. Hm,
Hier ist jetzt so ein schöner Hafen. Den klappern wir aber nicht ab, da habe ich keinen Bock drauf. Weil da ist eh nichts. Nee. Achso, was man vielleicht auch noch zeigen könnte, man kann hier so schön. An sich ist das eigentlich eine ganz nützliche. So ein ganz nützliches Gimmick, dass wenn man. Also man kann hier auch in der Ego-Perspektive spielen, wenn man auf Enter drückt. Und dann kann man dann, wenn man hier so steht, dann kann man so. Kann man so um die Ecke gucken. Gibt's, glaube ich, aber schon in sehr vielen Spielen. Aber schön, dass es das hier auch gibt. Obwohl ich eigentlich. Ja, das es ist so Ego-Shooter-Standard. Ja. Um die Ecke gucken. Aber ich. Wobei es kaum genutzt wird. Ja, weil man eh mehrere Treffer meistens aushält in normalen Ego-Shootern und dann ist das jetzt egal. Ja. Ach, bei modernen Ego-Shootern blutet man ja sowieso nur aus den Augen. Und das lässt dann irgendwann nach und dann ist alles wieder in Ordnung. Genau. Ja, da ist das Flugzeug. In der einen Seitengasse war das drin. Keine Menschenseele. Obwohl es jetzt wieder ein paar mehr Spieler sind. Wir sind auf jeden Fall unter den ersten vier. Was bedeutet, dass wir ziemlich lang schon spielen im Vergleich zu den anderen? Weil das drückt halt immer nach oben nach. War das richtig, Jan? Ja. Was ist das denn hier für ein Haus? Das ist auf jeden Fall mal ziemlich groß. Krankenhaus? Oder eine Schule oder irgendwie sowas. Eher eine Schule. Lass mal reingehen, da findet man, glaube ich, Hosen. Da steht ein Zombie drin. Du hast daneben geschossen. Was? Ich hab dem. Nee, sowas hast du von nicht. In den Bauch geschossen. Du hast dem links über den Kopf geschossen. Ja, hab ich nicht. Doch. Hab ich. Nein. Hier liegt schon mal ein Mützchen. Das kann ich mir aber leider nicht über die Beine ziehen. Nein, aber ich ziehe mir das jetzt mal. Ich glaub, so eine Opa. Ist eine Opa-Mütze, ich glaube, die lasse ich mal auf. Also du hattest ja vorher deinen komischen Cowboy-Hut da, ne? Mein Cowboy-Hut, ja, der ist jetzt allerdings weg. Wo ist mein Hut hin? Wahrscheinlich im Inventar. Nein. Also ich. Nein. Nein. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was das hier für ein Gebäude ist. Der Hut ist weg. Vielleicht spawnt er ja irgendwann auf dem Boden. Naja, ich habe ja immerhin meinen Opa-Hut. Schuhe, die könntest du dir zwar an die Füße ziehen, aber nicht ans Bein. Wie sehen eigentlich meine Schuhe aus? Die sind braun. Das ist okay. Nein, mein Hut ist weg. Bitte auf deine Sachen aufpassen. Ja, ich hab ja jetzt was Neues. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder im Treppenhaus. Okay, da bin ich jetzt auch. Jetzt bin ich wieder in so einem Gang drin. Ne? Hier sind keine offenen Türen. Kann man jetzt eigentlich an die Erste-Hilfe-Kästchen gehen? Das habe ich noch gar nicht geprüft. Das wäre eigentlich ganz cool, weil da hängen nämlich relativ. Nein, kann man nicht. Oder? Nee. Weil da hängen nämlich im Spiel eigentlich relativ viel rum. Nee, ich will nicht aufs Dach. Ich gehe mal schnell gucken. Ich gehe schon mal runter. Ich habe so eine kleine Phobie jetzt vor Leitern. Verständlich. Nee, hier ist nichts. Hier liegt was. Was ist das denn? Rotten Potato. Ein Kartoffelchen. Oh, Potato. Die sieht aber echt nicht schön aus. Man kann die auch inspect. Boah. Kann man die hier so gucken und man kann die auch sogar drehen hier. Ah, da ist Gammel dran und so ein Loch. Und schön die Kartoffel hier dreht. Lass mal inspecten. Schönes Loch hat die ja. Nee, nicht eat. Bist du denn des Wahnsinns? Oh, geil, mit Schimmel und allem. Apropos, jetzt hat er Hunger bekommen. Was ist denn du, was ist mit dir los? Zeig mal deine Mütze her.
Ach, heilige Scheiße. Mit so einem laufe ich rum, ey. Ja, mein Hut ist weg. Warst du das? Ja. Okay. Hast schon wieder Panik gekriegt, ey. Warst du schon in dem anderen Gang, gegenüberliegend? Ja. Okay. Aber ich gehe jetzt nochmal gucken, ob mein Hut noch da... Nee, mein Hut ist weg. Da ist kein... Mein Hut ist weg. Wahrscheinlich ist er eine Etage tiefer gespawnt. Das geht schwierig hier. Außerdem war das mein Hut. Ich habe dir den gegeben. Ich hatte vorhin einen braunen, ja. Das ist richtig. Du wolltest den ja nicht. Nee, weil ich finde meinen Flieger... Nee, da hatte ich den Fliegerhut noch gar nicht. Also den Fliegerhelm. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Elektro. Ach, genau. Da hier jetzt überhaupt. Ja, hier geht irgendwo eine Straße. Die da. Du bist noch da? Ja, mhm. Du bist noch da. Wollen wir rennen? Können wir gerne machen, ja. Da steht, glaube ich, ein Zombie. Nee, es war wieder nur ein Grafikfehler. Glaube ich, ein Zombie gehört. Ja, hab ich auch. Ich renne mal weiter. Man kann sich ja hier so schön umgucken. Ah ja, hinter uns läuft er. Oh ja, da sehe ich ihn. Ich glaube, uns hier entgegenkommt uns keiner. Dann machen wir den gerade platt. Ich muss wieder rumschießen, ey. Das ist einfach, das geht schnell und fertig. Ja, das Gute ist, dass hier... Also es wurden nur noch keine Zombies durch den Schuss angelockt. Wahrscheinlich, wenn ich schieße mit meiner Ratatat. Hm. Na, ich wollte ja auch mal noch meine SKS ausprobieren. Also wir wollten ja rennen. Hier. Ich konnte es nicht lesen. Ich war zu schnell daran vorbeigelaufen. Kap Golova. Hm. Hier ist eigentlich nicht so geil, dahin zu laufen. Was ist das denn? Ist das ein Steinbruch? Pikotslova? Das kann gut sein. Das könnten auch eine Fabrik oder sowas sein. Da unten läuft etwas. Da unten läuft ein Spieler. Ich hab Angst. Der sieht ziemlich nackig aus. Jo. Ja, das ist immer, ne? Wie unaufmerksam wir eigentlich hier durch die Welt spazieren. Na gut, aber solange die nackig sind und solange die Hitbox hier etwas vergrößert und anders gemacht haben, kann man denen mal schön eine zwiebeln, wenn die nicht hören. Was man aber nicht machen sollte auf einem PvE-Server. Nein, sollte man nicht. Aber wenn man schon... Es gibt Leute, die das tun, ja. Wenn man schon dreimal eine Warnung ausgesprochen hat, von wegen, geh weg oder ich schieß auf dich, dann kann man gern auch mal mit der Axt draufzwiebeln. Ja. Wir müssen hier lang. Ob das jetzt ein Belgier, Franzose oder Deutscher ist. Ach, ja, ja. Guckt uns an. Wie so ein Auto. Er konnte ja Englisch. Und man hat dich auch gut verstanden. Aber irgendwie wollte er nicht auf uns hören. Ich meine, das waren jetzt auch keine hochkomplizierten Sachen, die ich da gesprochen habe. Go away! Das war ziemlich eindeutig und ziemlich einfach. Leave!